Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind hier oben im Institut stehen geblieben. Guten Tag. Endlich hast du den Chica-Sensor Plus. Der sollte sehr praktisch sein. Laut der einschlägigen Literatur kannst du damit nach Objekten suchen, die du mit dem Fotomodul aufgenommen hast. Aber das ist alles graue Theorie. Probieren geht über Studieren. Also, mal sehen. Könntest du zuerst den Glutling hinter dem Institut mit Hilfe des Fotomoduls aufnehmen? Ja, kann man irgendwann mal machen. Was ich jetzt allerdings mal machen will, ist, ich würde gerne mal ins Album gucken. Und zwar mir die Bilder angucken, die Zelda anscheinend gemacht hat. Das sind die hier. Der Blick aufs Schloss. Das sind die Zwillingsberge. Ist das... Nee, das soll nicht gelöscht werden. Guck mal da oben links. Das ist dieser fliegende Wächter oder was das sein soll. Den ich immer mal wieder sehe auf der Karte. So, das ist irgendeine Wüste, wo wir noch nicht hin können. Da hinten fliegt's wieder. Mal wieder ein schönes Bild vom Schloss. Die Hylia-Brücke. Es dürfte auch am Schloss sein. Da habe ich keine Ahnung. Ein Pferd, eine Pferdestatue. Ich glaube, den Wald kennen wir noch nicht. Ich bin mir aber nicht sicher. Und das Bild haben wir gemacht. Na gut. Von dem Spurtling hinterm Haus soll ich ein Bild machen? Ernsthaft? Ich nehme erstmal die Heugabel damit. Und ich nehme die Hacke damit. Ich würde gern mal nach oben. Ich würde nämlich gerne mal hier durch das Fernrohr schauen. Wenn man mich lässt, darf man einfach so durch das Fernrohr schauen? Anscheinend nicht. Ja, wäre auch zu schön gewesen, ne? Lass mich mal noch weiter hoch. Ja gut, was ist denn hier drin? Ja, ein Schlafzimmer, ne? Klassisches Schlafzimmer, okay. Lass mich aber... Lass mich mal noch... Da ist ein Wächter oben auf dem Dach. Entwicklungstagebuch für das Modul Jungbrunnen. Streng geheim. Jetzt nicht lesen. Kommt. Das können wir irgendwann anders machen. Ich würde gern mal... Bin ich gerade erschrocken, als die Tür zugegangen ist. Mich hier umgucken, ob wir vielleicht von hier oben aus irgendwas sehen, was vielleicht interessant sein könnte. Sieht aber nicht so aus. So, was ich jetzt gerne mal machen würde, ist... Ich will da runter. Und zwar nach da. Weil ich nehme an, dass wir nicht so einfach dahin schwimmen können. Und mit dem Parasegel komme ich da auch... Ich komme nicht so weit. Definitiv nicht. Definitiv komme ich mit dem Parasegel nicht so weit. Weswegen wir jetzt hier erstmal vor Anker gehen. Und uns hier unten umschauen. Ich hätte schwören können, hier gibt es irgendwie... Monster. Aber anscheinend nicht. Was haben wir denn da? Kann ich das auch irgendwie mit dem Kopfsammler? Okay. Ich hätte mir vorstellen können, dass hier irgendwie ein Floß oder sowas ist.
Okay. Okay. Dann folgen wir der gelben Blume. Ja, dann folgen wir der gelben Blume. So. Und wo will sie jetzt hin? Ah, ein Krog. Ha. Ui, du hast mich entdeckt. Ja, tschüssi. Ich will zu diesem Schrein da hinten. Und wenn ich ertrinke. Aber ich glaube, der ist einfach noch viel zu weit weg, ne? Oh ja. Dieser Schrein ist zu weit weg. Ich hätte versuchen sollen, oben vom Institut aus. Ist hier was? Das versuche ich jetzt mal. Pass mal auf. Ich port mich jetzt mal zum Hateno-Institut. Und versuche jetzt tatsächlich mal von da oben bis da runter zu segeln. Bis zu diesem Tempel. Bis zu diesem... Ich versuche es jetzt einfach mal. Weil, was soll's, ne? Was soll's? Mehr als probieren geht halt über studieren, ne? Was mich mal interessiert ist, ich kann Schilder kaputt machen. Okay. Los, Link, dann flieg mal. Dann fly mal. Und zeig mal, wie fly du bist. Auch das wird knapp. Nee, das reicht never ever. Das reicht never ever. Wir sind ja immer noch überm Land, also... Okay, dann heißt es wohl... versuchen, ein Floß oder sowas zu finden. So, wir haben eine Schwertkrabbe gefunden. Krabben mit den messerscharfen Scheren, deren Fleisch die Muskelkraft stärkt. Als Kochzutat steigert sie die Angriffskraft. Huhu! Na gut, dann gucken wir uns hier unten einfach nochmal ein bisschen um. Huhu! So. Okay. Haben wir hier irgendwie... Haben wir nicht irgendwo ein Floß oder sowas? Keine Ahnung. Ich will zu diesem Schrein. Wow. Mein Kopfsammler zerbricht gleich. Oh Gott, au. Game over. Wir sind gebritzelt worden. Na super. Wo starten wir jetzt? Eine Schwierigkeit mit Feinden hast, ich habe dir mit Essen und Medizin einen Vorteil. Meh, 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 meh. Ja, ja, Männer sind die Meister der Kommunikation. Jetzt bin ich wieder hier oben am Hateno-Institut. Na super. Ist hier, was wir jetzt machen? Ist hier, was wir jetzt machen? Ich fliege jetzt einfach darüber. Ja, so machen wir's. Ich fliege jetzt einfach darüber, versuche zu dem Schrein da oben auf den Berg zu kommen. Guck ganz nebenbei, ob wir vielleicht noch einen Turm finden. Vielleicht sehen wir ihn ja von da oben. Mal gucken. Wer weiß. So. Jedenfalls. Sehe ich nichts.
Wegen Nebel. So. Aber hier bitte möchte ich landen. Und hier mal kurz ausharren. Damit wir hier hochklettern können. Hep. Und hep. Sehr schön. Das ist aber auch noch ein weiter Weg bis darüber, ne? Das ist aber auch noch ein weiter Weg bis darüber. Aber ich wollte eigentlich mehr hier unten an diese Felsenküste. Ich wollte mehr darunter an diese Felsenküste. Könnt ihr mir vorstellen? Ja, gut, dann fliegt halt weg. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da entweder ein Floß oder sowas finden. Oder zumindest mal einen kleinen Anhaltspunkt haben. Wie wir hier besser vorankommen. Hier ist ein großer, großer, großer Gegner. Lass mal mit normalen Pfeilen arbeiten, bitte. Ja? Mein Kopfsammler zerbricht gleich. Oh, cool. Ein Exalfoss-Sporn und ein Exalfoss-Horn. Und ein Feuerstein. Ein Feuerstein! Wir können Feuer machen! Nice. Wir haben den Exalfoss auf jeden Fall besiegt. Oh, 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 Steinis. Und den Steinis will ich mich jetzt nicht, mit den Steinis will ich mich jetzt natürlich nicht, anlegen. Ich möchte aber mal... Oh, ich brauche einen Topf oder sowas, dass wir auch kochen können. Das wäre nice. So, was wir jetzt machen ist... wir haben doch hier irgendwo Holz, ne? Materialien. Wir haben doch hier irgendwo auch Holzscheite. So... In die Hand, in die Hand, in die Hand, in die Hand, in die Hand. So, und dann möchte ich die hier ablegen. Na gut, jetzt kann ich sie einfach nehmen. Ja, wie machen wir denn? In dieser Form kannst du dein Lagerfeuer immer mit dir herumtragen. Nur anzünden musst du es noch irgendwie. Ja, in die Hand. Und... ja, hier. So, und das Holzbündel möchten wir anzünden. Und zwar mit einem Feuerpfeil. So. Und dann möchten wir hier an diesem Lagerfeuer einmal warten bis morgens. Cool, jetzt wissen wir, wie man Feuer macht. Und unser Lagerfeuer ist ausgebrannt. Oh. Okay, jetzt schauen wir uns hier aber erstmal noch ein bisschen um. Ich muss da rüber. Das ist aber immer noch zu weit weg zum Schwimmen. Würde ich mal behaupten. Es wird immer noch zu weit weg zum Schwimmen sein. Oh, mein Kopfsammler zerbricht gleich, ne? Und mein Kopfsammler ist zerbrochen. Na gut, gegen euch reichen Bockstöcke. So. Stirb, stirb, stirb. Mein Bockstock zerbricht gleich. Lass mich mal das Gelee hier einsammeln. Lasst mich mal das Gelee hier einsammeln. So. Komme ich da noch irgendwie ein bisschen näher dran? Ist die Frage. Ja, ihr Möwen. Alles cool bei euch? Ich glaube, das ist schon das nächste, wie ich rankomme, ne?
So, wie weit sind wir da weg? Ich muss einfach mal näher ran. Nee, komm, ganz ehrlich, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Komm, zurück. Einfach zurück. Bitte nicht ertrinken jetzt. Ärgerlich. Wie kommen wir denn da hin? Jetzt mal ganz ehrlich. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist, wir suchen uns einen Punkt, der etwas höher ist, und versuchen dann dahin zu fliegen. Das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt dazu. Das Einzige... Oh, ich finde diese Gegend hier so schön, Mann. So, darüber wollte ich. Weil wenn ich hier runterfalle, ist nicht schlimm. So. Pass mal auf. Und da haben wir wieder ein bisschen Wild. Da haben wir wieder ein bisschen Geflügel. Das ist cool. Bis da hoch schaffe ich's. Ja, bis da hoch schaffe ich's. So. Dann kletter mal, Link. Ja, bis da hoch schaffe ich's. Aber schaffe ich's von da oben schon zum Tempel? Ich glaube eher nicht. Aber wenn wir schon mal auf dem Weg nach da oben sind, kann ich mich auch gleich ganz auf dem Weg nach oben machen. Und zu dem Tempel auf dem Berg da oben gehen. Jetzt ist die Frage. Ist es eher wichtiger, jetzt auf Herzen zu gehen? Heißt auf Lebensausdauer oder auf sportliche Ausdauer? Auf die grüne Leiste. Ich glaube, es ist eher wieder besser, mal auf ein Herz zu gehen. Oh, das reicht ganz knapp nicht, ne? Das reicht ganz knapp nicht. Aber haben wir hier vielleicht so einen kleinen Absprung, auf den wir rauf können? Kleinen Vorsprung, besser gesagt. Komm, kletter mal hier so ein bisschen seitwärts. Kann ich hier auf diesem Vorsprung stehen? Ja, kann ich. Okay. Nächstes Stück. Ah, Gott, ey, das wird so scheiße. Das schaffe ich never ever. Das schaffe ich never ever. Bis da hoch. Nie im Leben. Also wirklich nie im Leben. Hier ist nicht so steil. Hier könnten wir auch versuchen, hochzukommen. Aber hier ist wieder der Weg weiter, wisst ihr? Ich könnte halt aber auch einfach mal kurz auf die Karte gucken. Nee, ich will keinen Stempel setzen. Ich will einfach näher ranzoomen. Wie wir am gescheitesten da hochkommen. Am gescheitesten wäre über hier hinten. Und dann da hoch. Oder über hier. Das ist eine gute Frage. Ist nicht so einfach gerade, da hochzukommen. Also es ist echt nicht so einfach. Ich würde jetzt einfach mal hier außen rum gehen. Alles nur, um zu so zwei verkackten Schreinen zu kommen, ne? Alles nur, um so zu zwei verkackten Schreinen zu kommen. Komm, hier, Bomben. Ja, tschüss, Bombe. Bleibt die wenigstens liegen? Ja. So. Was haben wir denn hier? Feuersteine.
Feuersteine sind eigentlich ganz cool, weil daraus kannst du bestimmt irgendwie auch was machen, womit du dein Lagerfeuer anzünden kannst, ohne direkt ein, ohne direkt einen Feuerpfeil verschwenden zu müssen. Das wäre eigentlich ganz cool. So, okay, wir sind immerhin jetzt... Ah, okay. Ich glaube, von hier aus ist es dann doch ein ganzes Stück einfacher, hochzukommen. Würde ich mal behaupten. Wir müssen zwar jetzt ziemlich weit außen rum, aber, ganz ehrlich, Leute, das macht nichts. Vielleicht haben wir ja auch hier oben noch irgendwo einen Schrein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sah eben aus... Oh Gott, das sah eben im ersten Moment aus wie so ein riesiger Wächter, ne? Ist das ein Feind? Ja. Ich glaube, das ist King Bogblin. Die Frage ist, wie viel hält er aus? Die Frage ist, wie viel hält er aus? Ich würde mich gern erstmal voll essen. Pass mal auf. Wir haben ja ein paar Äpfel. So, und dann würde ich gerne mal die Schleichmedizin nehmen. Jetzt sind wir leiser. Ich würde gern mal näher ran. Würde auch gern schon mal die Bombenpfeile auswählen. Pass mal auf. Hinox. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss hier weg. Mein Bockstock zerbricht gleich. Ja, dann sollte ich vielleicht mal die Hacke oder sowas nehmen. Aber ich kann mir vorstellen, dass mit einem Schlag wir down gehen. Nicht ganz. Nicht ganz. Ich würde den Hinox auch gerne jetzt in Ruhe lassen. Okay, erstmal nehmen wir einfach mal den Bogen da und ein paar Pfeile. Ja. Und dann sollten wir mal was essen. Haben wir noch irgendwas anderes, was uns vielleicht stärkt? Und die Spurtmedizin, komm, trink die mal. Haben wir noch ein paar andere Pfeile? Eispfeile vielleicht. Vielleicht kann ich ihn noch irgendwie einfach einfrieren. Okay, das Auge, das bringt's halt voll, ne? Na gut, dann mal ins Auge. Ins Auge. Und dann können wir hin. Und können ihn hauen. Und unsere Hacke zerbricht gleich. Okay, Hinox. Ah. Lieber Hinox, braver Hinox. Komm ihm nicht zu nah.
Oh Gott. Unsere Hacke zerbricht gleich. Lass mich einfach mal hier weg. Wirft er jetzt mit Steinen nach uns? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt haben wir halt die ganzen Äpfel wieder hergegeben. Ich wollte doch eigentlich nur da hoch, um auf den Berg zu kommen, ne? Jetzt hab mich dann einfach mal mit diesem Hinox angelegt. Ja, gut. Ich glaube, das können wir noch nicht machen. Dann gehe ich mal hier ein bisschen außen rum. Und wir müssen auf jeden Fall wieder Pfeile kaufen. Dann gehe ich hier mal ein Stück außen rum. Jedenfalls schläft der Hinox gleich wieder. Boah, also den kriegen wir noch nicht down. Erstens nicht mit unseren Waffen. Und zweitens nicht mit unseren Herzen und mit unserer Rüstung. So. Okay, da können wir hoch. Aber schaffen wir das auch? Ich glaube nämlich eher nicht. Gut. Dann müssen wir noch ein Stück darüber. Ich will auf diesen Berg hoch. Ich will auf diesen Berg hoch. Und am besten den Hinox nicht wecken. Am besten den Hinox nicht wecken. So. Es wäre mir ein Anliegen, wenn wir den schlafen lassen könnten. Er schnarcht. Ganz friedlich. Ich meine, er hat uns ja auch eigentlich nichts getan. Er schläft ja eigentlich nur. Aber er ist irgendwie auch hässlich. Oh, er bewirft uns gleich. Ja, aber wir konnten ihm wieder ein bisschen Schaden machen. Aber vielleicht einfach irgendwas zum Werfen? Dass wir den Bockstock einfach nach ihm werfen? Oder den Exalbumerang? Ne, der kommt zu früh zurück. Gut, dann gehen wir einfach. Dann gehen wir einfach. Ich will ja eigentlich auch nur auf den Berg hoch, ne? Aber, hier, mein lieber Freund Minox, dich werde ich mir mal markieren. Dich werde ich mir mal markieren. Damit ich zumindest immer weiß, wo du bist. So. Das Problem ist, er wird wieder auferstehen in der nächsten Blutvollmondnacht. Das wird, glaube ich, das Problem sein an der Sache. Fuchs. Der Fuchs interessiert mich aber gerade nicht. Die Blumen da interessieren mich auch weniger. Mich interessiert es eher, auf den Berg da hochzukommen. Und dann mal Ausschau nach dem nächsten Turm im Übrigen zu halten, ne? Fällt mir mal so ein. Könnt mir vorstellen aber auch, dass hier wieder ein paar Barrieren sind und dass hier wieder ein paar Bockblinds auf uns warten. Hier oben in den Bergen. Wir sind auf jeden Fall mal... Guck mal da.
Das ist ein Stier. Okay, da warten Bockblinz auf uns. Definitiv. Hab ich vielleicht irgendwas zum Werfen? Eine Moblanze. Oh Gott. Greift er uns an, der Stier? Nee. Da hinten ist auch noch ein Tempel. Da hinten ist auch... Das ist der, den wir markiert haben. Wo laufe ich dann gerade hin? Okay. Alles klar. Moment, war da oben auch noch ein Tempel? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich müsste mich dafür, glaube ich, mal... hier auf den Stein stellen. Ich weiß, es ist nass, es ist schwer zu klettern. Aber war da oben auch noch ein Tempel? Ich sehe es jetzt nicht. Wir finden es noch früh genug raus. Ich habe jetzt leider keine Pfeile mehr. Ich glaube, ich mache jetzt auch erstmal um diese Mobs einen Bogen. Und, wie lange geht der Part schon? 32 Minuten, ja gut. Dann gucke ich, dass ich zumindest mal den, Tempel da oben noch aktiviere. Schrein in der Nähe. Ach, mach Sachen. Ich sehe ihn sogar. So. Das Schöne ist, wenn es dunkel ist, siehst du die Schreine eher in der Nähe. So. Alles klar. Und es wird immer kühler hier oben. Oh, es ist aber echt schön hier oben. Ich hätte mir vorstellen... Okay, Moment. Ich habe da gerade in der Ferne was gesehen. Aua. Oh Gott, nein, stopp. Lass mich mal bitte erstmal da hoch zum Schrein. Lass mich bitte erstmal da hoch zum Schrein und lass mich mal hier irgendwie eine andere Waffe benutzen. Ich muss auf jeden Fall mal wieder ein paar Waffen farmen. Das auf jeden Fall. Oh, sieht das schön aus. Der Mond im Regen. Ich habe da hinten in der Ferne was gesehen. Was Rotes, Schimmerndes. Ah, das war ein Turm, okay. Aber ich meine, ich hätte noch was gesehen. Ja, gut, ja, gut, komm. Gehen wir erstmal zum Mojimu-Schrein. Wir werden den aktivieren, dann werde ich den Part auch schon beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Mister Nightfox. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Ich würde mich freuen.